Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Johanna von Fifi Furore und ich zeige euch heute ein paar ganz einfache Wege, super schöne Papierblumen selber zu machen. Das geht mit wenigen Techniken, es kostet nicht viel und ihr könnt da super variieren. Und ja, da möchte ich jetzt gerne mal mit euch eintauchen in diese wunderschöne kunterbunte Welt. Ich freue mich riesig über jedes neue Gesicht in der Fifi Crew und du kannst mich noch dazu einfach super arg unterstützen, wenn du meinen Kanal abonnierst und auch gerne hier ein Like da lässt. Das freut mich immer wirklich sehr und hilft mir zu wachsen. Los geht's mit der ersten Technik. Ich nenne sie immer Chrysantheme. Es schaut ein bisschen so aus, aber im Prinzip auch völlig wurscht, wie sie heißt. Wie gesagt, ihr könnt da immer so ein paar Unterarten entwickeln und einfach das zurechtschnippeln, was euch gefällt. Ich starte hier mit Streifen. Die sind ungefähr 30 cm lang oder 25 reicht auch und so 8 bis 9 cm breit. Und die schneide ich jetzt erstmal ein. Das sollte schon nicht breiter sein als so 5 mm. Je feiner, desto graziler wird natürlich dann auch deine Blume. Für die Chrysantheme brauche ich einmal einen, hier in dem Fall hellrosa Ton und einen etwas dunkleren, dass ich da auch so einen schönen Verlauf in die Blüte kriege. Wenn ich das eingeschnitten habe, dann habe ich hier einfach die Schere zugeklappt genommen und das über diese Metallkante so drüber gezogen. Und da sorge ich dann dafür, dass sich das so richtig schön nach innen einrollt und ja, da so eine kugelige Form letztendlich rauskommt. Und das muss man dann einfach nur kurz mal jeden Streifen da quasi drüber ziehen. Und dann biegen die sich alles so leicht in eine Richtung. Das mache ich auch mit beiden Farben, also einmal mit meinem hellrosa Ton und einmal mit meinem dunkelrosa Ton. Und dann ist da die wichtigste Arbeit quasi schon gemacht. Ja, wenn das alles schön so gebogen ist, dann nehme ich einfach ein dünnes, doppelseitiges Klebeband. Ihr könnt auch eins, das ihr habt, einfach schmal zuschneiden, aber die gibt es auch so in 5 mm Breite. Und das klebe ich jetzt quasi auf diesen Streifen, der unten quasi diese ganzen einzelnen kleinen Streifen noch zusammenhält. Einfach einmal rüber und dann kann ich das ganz einfach abzuseln da, diese Schutzschicht und meinen Holzstab nehmen. Und jetzt wickel ich das quasi einfach drumherum, so dass diese nach oben gebogenen Streifen am Schluss quasi ins Innere meiner Blume zeigen. Und am Anfang ist es natürlich alles noch ein bisschen fieselig, aber dann kann ich das hier so gut aufrollen und so eben so einen 3D-Effekt erzeugen. Am Anfang verhaken die sich noch so ein bisschen, aber irgendwann sieht man schon so ein bisschen, dass sich das so richtig schön ausdehnt nach oben hin. Und das ist jetzt quasi mein hellerer Ton, den habe ich zuerst gemacht. Und dann lege ich da jetzt quasi noch eine Schicht außenrum. Das sind die Streifen dann eben ein bisschen dunkler. Dadurch wirkt es irgendwie so ein bisschen dynamischer. Da könnt ihr natürlich auch einfach die Farben nehmen, die euch gefallen. Ne? Da seid ihr völlig frei. Ihr könnt auch rosa und lila kombinieren oder was auch immer ihr wollt. Aber die Technik, die bleibt immer gleich. Und dann wickel ich das da quasi weiter rum. Am Schluss kann man das noch so ein bisschen so zusammendötschen, dass es noch ein bisschen mehr in die Breite geht. Und kann dann da auch gut nochmal einzelne Papierstränge so ein bisschen nachbiegen und ordnen. Obwohl ich es auch immer ganz schön finde, wenn da auch mal was irgendwie raussteht. So ist es in der Natur ja auch. Es muss nicht alles so ganz gleichmäßig sein. Und dann ist die erste Blume fertig. Die könnt ihr natürlich auch verschieden groß machen. Also das Ganze kann auch viel kleiner sein. Dass man eher vielleicht sowas wie eine Distel oder so macht, da seid ihr komplett frei. Die nächste Technik ist super, um zum Beispiel Margariten zu machen und Anemonen. Ausgangspunkt ist da immer ein Quadrat, meins ist ungefähr 10 auf 10 cm und das falte ich hier so einmal zur Hälfte, dann nochmal und dann nochmal. Je häufiger ich das schaffe zu falten, irgendwann ist das durchs Papier dann einfach zu dick und wulstig, desto mehr einzelne Blütenblätter kriege ich am Schluss.
Wenn ich das dann hier gefalten habe, dann kann ich das schneiden, quasi die offenen Seiten einfach so abschneiden rund. Hier habe ich das jetzt zum Beispiel einmal halb abgerundet und wenn ich das dann aufklappe, dann kommen da 4 Blütenblätter raus. Wenn ihr das noch einmal mehr faltet, dann kommen dann entsprechend mehr Blütenblätter raus. Also da könnt ihr einfach mal ein bisschen rumprobieren. Die werden dadurch alle gleich groß, das ist ganz schön. Und dann kann man das so zickzackmäßig einklappen und hat dann eine super Blüte. Hier jetzt beim nächsten Beispiel, zum Beispiel falte ich das noch einmal mehr. Das muss man dann schon ein bisschen besser knicken. Das geht dann wirklich recht straff alles. Aber wenn man das so richtig mit Druck zusammenquetscht und dann eine gute, scharfe Papierschere hat, dann kann man da super die Blätter rausschneiden und kann dann auch notfalls, wenn man feststellt, okay, ein Blatt ist jetzt da noch nicht so richtig schön von der Form, kann man das im offenen Zustand dann auch nochmal nachschneiden. Und da könnt ihr jetzt gut sehen, wenn ich das hier aufgefriemelt habe, dass da dann entsprechend mehr Blütenblätter da sind. Und da könnt ihr super variieren, ihr könnt da spitze Blütenblätter zuschneiden, ihr könnt die rund machen, also ganz wie es euch dann gefällt. Ihr könnt dann nach unten die kleine Spitze schon mal abschneiden, ganz unten, wo quasi diese ganzen Falten zusammenlaufen, dann habt ihr da gleich ein Loch drin, weil hier ist es nämlich so, wir stellen mehrere solcher Blüten her und legen die dann quasi übereinander und dadurch kriegt das natürlich die Blume einfach ein bisschen mehr Masse und schaut ein bisschen fülliger aus. Und da habe ich jetzt mal zum Beispiel 2 vorbereitet. Und jetzt mache ich genau das gleiche wie bei der Chrysantheme letztendlich. Ich nehme mir einen viel kleineren Streifen, der würde so 2 bis 3 cm haben. Schneide mir den auch ganz fein ein, klebe wieder mein doppelseitiges Klebeband drauf und wickel den dann genauso wieder um den Stab, nur dass es diesmal jetzt nicht die einzelnen Streifen gebogen sind, sondern ich damit quasi das Innere meiner Blüte gestalten kann. Da kann man jetzt auch sagen, okay, ich mache da gelb ein bisschen rum, dann lege ich vielleicht nochmal orange oder rot außen rum. Also das mache ich jetzt zum Beispiel auch, dass man nochmal einen zweiten Farbton auch innen reinbringt und den dann eben auch nochmal um den gelben Part dann rumwickelt. Und ja, wenn man da ein bisschen mit den Schattierungen arbeitet, dann finde ich, kriegt das immer noch mal was Natürlicheres und ja, irgendwie noch mal so ein bisschen mehr Charme. Das wickle ich jetzt da einfach auch noch rum. Und damit ist dann das Innere von meiner Blüte quasi fertig. Das kann man dann auch noch schön so ein bisschen auseinanderfächern. Und ja. Das schaut dann so aus. Da sieht man es ganz gut. Und jetzt bohrt ihr entweder mit einem spitzen Gegenstand oder wie gesagt, wenn ihr das Loch schon vorher eingeschnitten habt, das hier durch und könnt quasi euren Innen, eure Pollen oder wie auch immer man das jetzt genau nennt, da durchfädeln, sodass die dann auch wirklich aus dem Inneren eurer Blume rauskommen. Genau, das ist die zweite schöne Technik. Bei der dritten Technik, auch das ist wieder eigentlich ähnlich wie bei der Chrysantheme, nur ein bisschen anders gewickelt. Hier starte ich mit einem Streifen, den ich längs nochmal geschnitten habe. Der wird jetzt so zusammengeklappt, ungefähr 3 cm haben. Auch hier könnt ihr aber total variieren und das auch entsprechend schmäler oder breiter machen und das schneide ich jetzt quasi doppelt ein. Ich schneide von der Seite aus, wo der Knick liegt, ein. Das heißt, die Streifen sind die ganz fein miteinander verbunden. Das schneide ich jetzt wirklich bis einmal fast ganz durch und drehe das dann nochmal, na, sieht man schon, hier fächert sich das so auf, drehe das dann noch einmal komplett rum, dadurch wird es ein bisschen bauschiger. Und ja, habe dann da so mein fertiges Teil. Schaut irgendwie ganz lustig aus. Und jetzt klebe ich diese beiden Streifen, die ja das Ganze noch zusammenhalten, unten wieder erstmal zusammen. Dann kann ich das später ein bisschen wickeln. Das heißt, diese Teile, die jetzt da aufklaffen, die pappe ich jetzt einfach einmal zusammen, dass das gut aufeinander hält. Oben sind immer noch meine feinen Schlaufen, die dann rausgucken. Jetzt nehme ich noch mal ein neues
Band von meinem doppelseitigen Klebeband und klebe das jetzt auch nochmal unten hin an die Kante, die ich ja vorher verbunden habe. Und jetzt ist das Wichtige, das eben nicht gerade anzusetzen, sondern so leicht schräg, weil ich jetzt in dem Fall das nämlich nach unten wickeln will. Das ist super schön, wenn man zum Beispiel so Lavendel imitieren will oder ja irgendeine Art von Gras. Dann bauschelt sich das so ganz schön auf. Und genau dazu sieht man, ne, halte ich das so relativ schräg und wickel das so peu à peu an meinem Stab herunter. Und das hält dann gut durch das doppelseitige Klebeband. Wenn man unten angekommen ist, dann sieht man schon, hat man da so einen richtig schönen Büschel. Den kann man dann auch noch so ein bisschen zurechtzupfen, wenn man da so ein paar Teile, wenn die da so ein bisschen rausschauen sollen. Das war's mit meinen 3 Techniken. Ich hoffe sehr, dass sie dich inspirieren und du jetzt deine bunte Blumenwiese dir für zu Hause nachbaust. Und ja, halten auf jeden Fall ewig und kann man super schön auch verschenken. Ich finde es eine ganz tolle Sache und einen schönen Farbtupfer. Ja, ich freue mich mega, wenn du beim nächsten Video dabei bist. Gern das Glöckchen aktivieren und auf Abonnieren klicken. Und ja, dann wünsche ich dir einen wunderschönen Tag.